Viele von Ihnen erinnern sich bestimmt noch an die Dotcom-Blase. Alles, was mit Internet zu tun hatte, wurde damals richtig nach oben gejubelt. Die Zukunft gehört dem Internet, gehört allen Internetunternehmen. Einige wenige haben es geschafft, die anderen sind untergegangen. Sehen wir jetzt einen ähnlichen Hype wie in der Dotcom-Blase, nur in Sachen Elektromobilität, vor allem bei Tesla und der Tesla-Aktie? Diese Frage versuche ich in diesem Video ein bisschen zu beantworten. Dieses Video ist entstanden in Zusammenarbeit mit directetrade.com. Schnell lernen und günstig handeln. Jetzt schauen wir uns mal an, was mit Tesla eigentlich los ist und ob die Dinge irgendwie zusammenpassen oder doch nicht zusammenpassen. Und dazu habe ich ein paar Grafiken vorbereitet. Die erste Grafik zeigt, dass Tesla mehr wert ist inzwischen als 9 andere große Autohersteller zusammen, nämlich General Motors, Ford, Hyundai, BMW, Nissan, wie sie alle heißen. Tesla soll also mehr wert sein. Das kann doch eigentlich nur gerechtfertigt sein, wenn man von 2 Prämissen ausgeht. Erste Prämisse, dass die Elektromobilität sich durchsetzen wird, dass praktisch in wenigen Jahren alle Menschen nur noch Elektroautos fahren. Wird das so eintreten? Das muss man sehen. Vielleicht kommt es ja auch zu Mischsituationen, dass wir also Hybridfahrzeuge haben, dass wir nach wie vor Benziner haben, also mit fossilen Antrieben haben, aber eben auch Elektrofahrzeuge. Aber dass wirklich die Zukunft nur Elektrofahrzeugen gehört, das ist zumindest eine gewagte Annahme. Die zweite Annahme, die zweite Prämisse heißt, es wird dann keinem anderen Hersteller, keinem anderen Autofabrikanten gelingen, Tesla wirklich Konkurrenz zu machen. Dementsprechend ist der Aktienwert von Tesla eben auch gerechtfertigt. Ob das beides wirklich zutrifft, das ist die ganz, ganz große Frage. Schauen wir uns zunächst mal an, wie der Ist-Zustand ist. Und hier sehen wir, dass Tesla zwar eine riesige Marktbewertung hat, aber sehr, sehr wenige Autos produziert, im Vergleich vor allem zu Toyota oder Volkswagen, beide mit über 10 Millionen Fahrzeugen pro Jahr, während eine Tesla 375.000 Autos derzeit verkauft pro Jahr, also in etwa 2-3% dessen, was die großen Autohersteller auf die Waage bringen. Und der Kurs von Tesla hat sich davon wenig beeindrucken lassen. Am 01.01.2020 lag die Aktie bei $75,40. Inzwischen sind wir 244% gestiegen. Alle anderen Autobauer, mit Ausnahme von Ferrari, die haben 1% zugelegt seit dem 01.01.2020, aber alle anderen Autobauer haben massiv verloren an Marktkapitalisierung, an Wert. Wir wissen, die Corona-Krise, vor allem im März, hat da deutlich reingeschlagen. Und bei Tesla ist auffällig, dass wir vor allem in den letzten Tagen, Ende Juni, begann dieser Anstieg der Aktie von knapp unter $1.000 auf dann über $1.400. Und wir wollen uns mal anschauen, was da vielleicht los ist, wie das kommt, welche Annahmen dahinter stehen und ob diese Annahme wirklich realistisch ist. Aber zunächst mal ein Hinweis auf die Handelsplattformen, mit denen Sie auch Tesla-Aktien handeln können, nämlich von directtrade.com. Da gibt es die MT5-Plattform, also MetaTrader 5, oder Sie können auch eine webbasierte Plattform handeln. Da kann man Indizes handeln, DAX mit geringem Spread, Euro-Dollar sehr geringer Spread, DAX 0,6 Punkte Spread. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Die meisten verlangen mindestens 1 Punkt. Also da kann man durchaus mal reinschauen. Aber weiter im Text, wir wollen anschauen, was da los ist in Sachen Tesla. Hat Tesla jetzt in letzter Zeit wahnsinnig viel mehr Autos produziert, die man dann auch verkaufen kann? Die Antwort ist nicht wirklich. Man hat ungefähr ein ähnliches Volumen, so 80.000 bis 100.000 Fahrzeuge kann man im Jahr produzieren. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Man konnte also nicht wirklich die Produktion nachhaltig nach oben fahren. Und wenn wir uns mal anschauen, wie groß sind denn eigentlich die Marktanteile von Elektrofahrzeugen insgesamt, dann sehen wir, es gibt in Norwegen ein Land, wo mehr als jedes zweite Fahrzeug schon ein Elektrofahrzeug ist. Aber in den wichtigen Automärkten, nämlich vor allem China und USA, ist das praktisch eine verschwindende Minderheit. In China 4,7%, in den USA nicht mal 2%, in Deutschland sind wir jetzt so um und bei 3%. Also es ist nach wie vor ein Nischenmarkt. Das heißt, diese Annahme, dass die Elektromobilität bald schon absolut dominant sein wird, da ist zumindest noch eine sehr, sehr weite Strecke bis dahin. Das zeichnet sich noch nicht ab. Und der Trend ist sogar eher rückläufig, vor allem in den großen Automärkten USA und China. Hier sehen wir,
In den USA wurden weniger Fahrzeuge 2019 verkauft, Elektrofahrzeuge 2019 verkauft als 2018. Und in China ebenfalls weniger Fahrzeuge 2019 und als 2018. Also im letzten Jahr zumindest ist der Trend sogar rückläufig gewesen in den großen Automobilmärkten. In Deutschland hat die Zahl zugenommen, aber Deutschland ist vergleichsweise irrelevant in diesem größeren Kontext, wenn wir die Frage beantworten wollen, was wirklich Masse bringt, wo wirklich die meisten Fahrzeuge verkauft werden. Trend also rückläufig. Warum steigt die Aktie? Einer der entscheidenden Punkte dürfte sein, dass Tesla die Chance hat, in den Leitindex S&P 500 aufgenommen zu werden. Das würde bedeuten, dass viele ETFs Tesla-Aktien kaufen müssten, weil sie eben den S&P 500 abbilden. Dazu muss Tesla aber 4 Quartale hintereinander Gewinn ausweisen und Tesla ist dabei immer sehr kreativ, was Gewinne oder überhaupt die Bilanzen betrifft. Und so hat man zum Beispiel auch in der Bilanz immer wieder mal offene Forderungen stehen, die machen etwa 1/5 der Bilanzsumme aus, gut 1/5. Und die Frage ist, welche offenen Forderungen sind das eigentlich? Das wird nicht ausgewiesen. Auf Nachfragen erzählt man dann komische Geschichten, weil normalerweise ist es ja so, dass Tesla Vorauszahlungen beansprucht. Das heißt, man kann nicht einfach ein Tesla-Fahrzeug kaufen, sondern muss es bestellen, muss dann eine Anzahlung leisten. Hier argumentiert Tesla, ja, das seien irgendwie Scheckzahlungen aus Europa, aber in Europa wird eigentlich praktisch gar nicht mit Schecks bezahlt. Also sehr, sehr merkwürdige Dinge, die hier erzählt werden. Das riecht so ein bisschen nach unsauberen Bilanzen. Der eine oder andere sagt, ja, das hat so ein bisschen ein Geschmäckle von Wirecard fast schon, ist vielleicht übertrieben, aber wer weiß, was da schlummert. Wir hatten ja auch mal eine Enron-Pleite, nachdem alles so wunderbar schien. Dann kam wenig später die größere Pleite von WorldCom, also so völlig ausgeschlossen scheint das nicht zu sein. Und ein Punkt, den Sarah Wagenknecht auch gebracht hat, es ist ja nicht unbedingt so, dass die Elektromobilität so wahnsinnig viel klimafreundlicher wäre. Der das, was bei der Herstellung anfällt an CO2-Schadstoffen, das erfordert dann eine Laufleistung je nach Modell des Elektrofahrzeugs von mindestens 70, 80, teilweise 90.000 Kilometer. Das heißt, erst ab diesen Laufleistungen von Autos wird ein Elektrofahrzeug wirklich in Anführungszeichen klimafreundlicher als ein fossil betriebenes Fahrzeug. Also da sind sehr, sehr viele Annahmen dabei, dass diese Geschichte wirklich aufgeht. Das erinnert wirklich sehr, sehr stark an das, was in der Dotcom-Blase passiert ist, als schon ein Schlagwort Internet reichte, um jede Aktie, die im Hinterhof ein kleines Unternehmen darstellte, nach oben zu jubeln. Und so ist es derzeit auch bei Tesla. Früher oder später, wenn diese Prämissen nicht eintreten, Elektromobilität wird sich komplett durchsetzen und Tesla wird sich als der maßgebliche, der dominante Player am Markt durchsetzen, dann kann das alles in sich zusammenfallen. Ja, Tesla ist in Sachen Software klar die Nummer eins. Man ist vielleicht sogar eher ein Software- als ein Autounternehmen, aber man merkt das den Autos teilweise an. Die Verarbeitung von Tesla ist meistens nicht so gut wie etwa bei anderen Modellen. Und das ist eine Kombination, die vielleicht, gewisse Risiken birgt. Das zumindest ist meine Auffassung. Ich wünsche Ihnen jetzt das Allerbeste mit diesem kleinen Schlaglicht auf den Hype um Tesla und die Wiederauferstehung der Dotcom-Blase. Machen Sie es gut. Bis dann.